In diesem Video. Und ich bin Frosch. Schon wieder. Ich hasse diesen Spell. Und ich bin schon wieder ein Frosch. Wow. Jetzt habe ich hier 3 Frösche. Was soll ich denn jetzt da machen? Oh. Kuriert Frosch. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Final Fantasy 7 Remake Integrate Video. Und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, weil wir werden jetzt aktuell eine Quest machen, die wahrscheinlich mit einem Bossfight enden wird. Und ob wir diesen schaffen werden, weiß ich jetzt nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fahren auch gleich weiter mit der Story. Und wie immer gilt natürlich, falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Und falls ihr zum Beispiel irgendeinen Fehler oder so in meinem Gameplay drin seht, dann macht mich doch gerne darauf aufmerksam. Ich spiele das Game zum ersten Mal, beziehungsweise ein Game überhaupt aus dieser Reihe. Deswegen kann es gut sein, dass ich nicht alles korrekt verstanden habe. Weil ich habe zum Beispiel noch die Anfangswaffe bei Cloud ausgerüstet, also bei dem Main-Character mit dem blonden Haaren. Und was ist das jetzt wieder für ein Schwein? Joink! Und wir rennen jetzt so einem Schweinchen hinterher. Also ich weiß nicht, falls jemand schon mal Final Fantasy gespielt hat, kann man mir bitte sagen, ob es sinnvoll ist, auf jeden Charakter so eine Vita-Materia einzusetzen. Und für all die Leute, die nicht so viel mit dem Spiel anfangen können, das heißt grundsätzlich einfach so viel wie eine, ja, ich sag jetzt mal Lebensfähigkeit auf den Charakteren zu haben, die halt healt. Und ich bin Frosch. Schon wieder, ich hasse diesen Spell. Und ich bin schon wieder ein Frosch. Wow, jetzt habe ich hier 3 Frösche. Was soll ich denn jetzt da machen? Oh, kuriert Frosch, das wäre vielleicht noch eine Idee wert. Okay, das wird langsam knapp. Ja. Das schneiden wir raus. Okay, also ich wusste bis jetzt wirklich nicht, dass man da was machen kann gegen diesen Krötenspell. Und ich bin schon wieder eine Kröte. Gut, dann mache ich das halt mit Tifa hier zu Ende. Okay, also nach dem Fight habe ich jetzt komplett wirklich den Faden verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich erklärt habe und was nicht. Was ich noch sagen könnte, ist halt folgendes. Und zwar, ich spiele das Game von der Schwierigkeit her gerade auf normal. Schwer gibt es aus irgendeinem Grund nicht. Aber ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Game nicht schwer oder nicht anspruchsvoll ist so. Ich muss jetzt auch fairerweise sagen, dass das, sag ich jetzt mal, mein erstes Game ist. Was ich mit so einem Fighting-System spiele. Deswegen kann es auch gut sein, dass ich mich vielleicht ein bisschen dümmer anstelle, als ich das eigentlich müsste. Beziehungsweise, dass ich halt ein bisschen mehr Probleme habe oder so, als vielleicht andere Leute. Aber ja, ich weiß nicht. Also vom Schwierigkeitsgrad her habe ich bis jetzt eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass das Game eigentlich einen ziemlich guten Schwierigkeitsgrad hat. 12 Sekunden später. Oh nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Nein, nicht schon wieder dieser scheiß Krötenfluch. Kommen wir jetzt aber noch zu einem Punkt, den ich gern noch ansprechen würde und bei dem ich wirklich nie gedacht hätte, dass ich den mal ansprechen würde. Und zwar folgender. Ich spiele das Game mit einer englischen Audio und einem deutschen Untertitel. Und ich muss gestehen, es wird jetzt lächerlich klingen, aber bin ich der Einzige, der sich von der Übersetzung dieses Spiels auf die deutsche Sprache extremst getriggert fühlt. Also ich weiß nicht, da werden manchmal Sätze übersetzt, wo ich mir denke, okay, eine 1:1 Übersetzung ist manchmal wirklich zu viel verlangt, so. Das verstehe ich ja vollkommen. Aber das Ding ist halt, es gibt halt manchmal so Sätze, da denke ich mir dann so, hey, das hätte ich dir besser übersetzen können. Und ich weiß nicht, ist es jetzt einfach nur so ein Ding, was ich jetzt gerade habe, oder kann das irgendwer bestätigen? Und ja, ich weiß, man kann den Untertitel auch abstellen, aber irgendwie möchte ich das nicht. Frag mich nicht, warum. Ich weiß, es ist weird. Und ja, ich würde sagen, genug geredet von meiner Seite aus. Ich konzentriere mich jetzt einfach ein bisschen auf die Quest. Wobei, nee, eigentlich nicht genug geredet. Und zwar würde ich eigentlich noch gerne die Story von diesem Game hier erklären, weil ich finde die Story zum einen wirklich geil einfach so. Und zum anderen würde ich das eigentlich auch gerne erklären, so damit jemand, der kein Final Fantasy gespielt hat, so einigermaßen nachvollziehen kann, was storytechnisch bis jetzt so passiert ist. Und zwar werde ich das Ganze einfach stark runterbrechen. Und zwar fangen wir an, die Story hat begonnen damit, dass wir halt in einem Zug drin waren mit ein paar anderen Leuten so und grundsätzlich einfach einen Reaktor angegriffen haben, beziehungsweise den in die Luft gejagt haben. Weil es gibt hier so eine Firma in dieser Welt so, die halt mit diesen Reaktoren so Energie aus der Erde rauszieht und das schadet halt dem Planeten. Und eben haben das Ding dann halt einfach in die Luft gejagt, da gab es eine viel zu große Explosion dabei. Und wir haben da eigentlich grundsätzlich nur mitgemacht, weil wir einfach Kohle wollten. So, von Clouds Identitätsproblem fange ich jetzt auch gar nicht mal an, sondern ich werde einfach so von der Hauptstory einfach so ein bisschen reden, aber der Main Character hat auf jeden Fall auch irgendwelche mentalen Probleme. Und ja eben, wir haben bei der Gruppe eigentlich nur mitgemacht wegen der Kohle, sind dann zu denen so mäßig ins Versteck oder in ihr Gebiet reingekommen so und haben dort dann einfach noch eine Kindheitskollegin von uns getroffen, die halt auch mit denen mitmischt. Und auch wenn wir das Geld nicht so schnell bekommen haben, wie wir das wollten, haben wir dann am Ende dann trotzdem nochmal zugesagt zu so einem Angriff vom Reaktor. Dieses Mal mit Vorwarnung so, damit keine unschuldigen Leute darunter kommen. Und ja, was passiert halt, wenn man eine Vorwarnung macht auf einen Angriff, den man macht? Klar, man bereitet sich darauf vor und das ist halt auch bei uns so passiert und wir wurden dann von gewissen Sachen in Anführungszeichen überrascht. Und am Ende endete das Ganze halt einmal mit einer Explosion von diesem Reaktor und halt einem Bossfight und wir gingen halt irgendwie verloren. Dabei haben wir dann noch ein anderes Mädel kennengelernt, das halt auch von dieser Firma gesucht wird.
haben mit der so ein paar Abenteuer erlebt, sind dann zurückgegangen, haben dann wieder so ein paar Abenteuer erlebt und dann sind wir noch rechtzeitig zu so einer Schlacht eingetroffen. Und zwar wollte halt eben diese Firma da, die dieses ganze Zeug aus dem Boden raussaugt, halt einfach uns beseitigen, beziehungsweise diese Gruppe hier beseitigen, und dafür wollten sie halt einfach eine ganze Platte auf das Gebiet von den Leuten stürzen. Kleine Randerklärung, also diese Stadt kann man sich grundsätzlich fast schon wie so eine Art Kuchen vorstellen, also es gibt so mehrere runde Platten so mäßig und die werden halt einfach durch irgendwelche Pfeiler oder Stützen oder so werden halt einfach aufrechterhalten, dass sie halt nicht ineinander krachen. Und ja, diese Organisation hat dann so mäßig einfach so einen Pfeiler wegkrachen lassen und dann ist halt eine ganze Platte auf eine untere Platte gekracht und dabei sind halt ein paar Leute rumgekommen so. Durch das ganze Chaos, da haben wir dann auch die eine Kollegin da verloren, die wir nach dem einen Bossfight kennengelernt haben, und die wurde jetzt grundsätzlich einfach von diesen Leuten da entführt, also für einen Trade so mäßig entführt. Und jetzt sind wir so mäßig grundsätzlich einfach wieder auf dem Weg, sie zurückzuholen, aber das Problem ist, weil die Platte halt eingestürzt ist und so und das halt ein riesen Chaos und so ausgelöst hat, gibt es jetzt aktuell nicht wirklich irgendwie Mobility, um raufzukommen, aber der Typ hier mit den weißen Haaren, den man vorhin vielleicht schon gesehen hat, der kennt da vielleicht eine Methode, deswegen helfen wir dem jetzt einfach gerade, damit er uns da vielleicht auch weiterhelfen kann. Und ja, das ist grundsätzlich eigentlich so passiert. Okay, und das hier sieht doch schon ein bisschen mehr nach einem Bosskampf-Place aus, oder nicht? Ja, keine Ahnung, ich kann mir jetzt eigentlich gut vorstellen, dass dann später der Dickere wiederkommt, weil ich weiß, dass hier unten nochmal ein größeres Vieh von denen ist. Und mein Gott, sind diese Schweine nervig. Lass die Hantel da liegen. Ich muss aber echt sagen, ich finde das Fighting-System sehr cool in dem Game. Also ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das macht echt Spaß. Also wenn es klappt zumindest. Wenn nicht, dann ist es halt schon frustrierend so. Und es ist vorbei. Wir haben den Geldbeutel zurück, oder was da auch immer drin ist. Aber hier muss jetzt noch irgendein Bosskampf sein. Give it back. Und man hat es gerade gemerkt, sie sagt that's, also das ist, und da steht Schmuck, Fragezeichen. Paar Sekunden später. Also, der Typ hat gesagt, er möchte Rache, aber jetzt ist natürlich die Frage, was macht er damit? Oh, nee. Okay, der Typ hat eine ganz konkrete Vorstellung. Und hat verkackt. Ja, okay, und er sagt genau das, was ich vorhin erklärt habe mit der Platte. Villains like us only divulge our evil plan. In a certain situation. But what is that situation? Hmm? When you think you've already won. Gehen wir noch dazwischen? Think again. Ja. Ah! Over there! Over there, look! Oh ne, kommt jetzt der Bossfight. Ja, es kommt wieder diese scheiß Beste, die ich schon mal besiegt habe. Och Mann, nicht schon wieder. Und jetzt kommt er auch noch davon. Och nee, und noch mehr kleine Schweine. Och Mann, ey. Feuer war gegen den wirksam, okay. Das heißt, Barrett. Oh fuck, ich hab das Horn anvisiert. Und es gibt noch eine Phase. Hä, was muss ich jetzt machen? Wey, yo! Man springt einfach mal auf mich drauf. Also wir haben gleich den Schockeffekt bei dem drinne. Autsch. Okay, werde ich zuerst noch einmal umgerannt, das ist mir recht. Haben wir den jetzt geschockt, oder? Nicht? Komm schon. Jetzt endlich! Den haben wir aber noch nicht besiegt, oder? Okay, ich glaube, der hat jetzt noch seine letzte Phase oder so. Und jetzt hat er nochmal die neuen Schweinchen. Jetzt sind die sogar auch aggressiv, diese Schweine. Also vorhin haben die ja absolut nicht gestört, aber jetzt sind sie einfach nur noch nervig. Okay, ich nehme jetzt mal kurz Cloud und werde jetzt hier einfach mal den Typen anulten. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht eigentlich, aber... Ey, diese scheiß Schweine. Ey, das ist ja unglaublich. Bitte, ich brauche den jetzt sofort. Jetzt beschwöre ich einmal diesen Feuertypen hier, mache einen Flächenangriff und dann soll die Hälfte da weg sein. Esper-Fähigkeit, Flammensturz. Auf den da... Ey, diese Schweine, die sind crazy, die sind unglaublich. Ich habe den falschen geheilt, geil. Ja, jetzt ist er tot, das, ja. Das war klar. Oh, ne. Nochmal ein Mega-Tsunami. Er ist tot. Ich habe ihn irgendwie gekillt. Okay, jetzt haben wir doch noch den Bossfight gehabt, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich habe mich wahrscheinlich schon dumm angestellt. Aber ich sag, wenn 2 von 3 Charakteren noch überleben, dann ist es vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich ganz okay. Und ja, damit würde ich sagen, was ist mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks für mich habt, schreibt die natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao.